Es ist derzeit eine leicht undankbare Wetterlage und Witterungslage, die wir haben, vom Vollherbst in Richtung Spätherbst. Es gibt keinen Wintereinbruch, das ist aber auch gut so für den Winter. Es gibt keinen Sommernachschlag, es gibt keinen Frost, es gibt keinen Sturm, keine großen Regenfluten, sondern Gedümpel. Grüße Sie und grüße euch. Zumindest gibt es zwischendurch Föhn. Auf der Alpen-Nordseite wird es dadurch sonnig werden und in Föhnstrichen auch mal über 20 Grad warm. Ansonsten bleibt es kühler, wobei es milder wird als zuletzt. Das ist die Wetterlage, mit der wir es am Dienstag zu tun haben. Ein Hoch über Osteuropa, ein Tief über Westeuropa mit einer südlichen Strömung und in 1500 Meter Höhe liegt die Temperatur bei über 10 Grad auf der Alpen-Nordseite. Wäre Sommer, dann wären das schon hochsommerliche Temperaturen, aber die Luft wird sich bis zum Boden nicht durchsetzen können, die Wärme durch die fehlende Isobarendrängung. Isobaren sind liniengleichen Luftdrucks. Je enger die liegen, desto windiger wird es. Je weiter die auseinanderklaffen, desto weniger Wind haben wir. Und in diesem Dreieck hier vom Erzgebirge zu den Alpen haben wir wenig Wind. Nach Nordwesten zu nimmt der Wind zu. Und dadurch haben wir auch hier Durchmischung, es wird milder. Richtung nächstes Wochenende nimmt die Isobarendrängung komplett ab. Wir sind im Schutze des Hochs. In der Höhe kommt wieder milde Luft herangezogen. Wir sehen es hier. Die wird sich aber auch nicht bis zum Boden durchsetzen können. Und weil wir in letzter Zeit viel Regen hatten und es auch davor geregnet hat, bilden sich wieder Nebel und Hochnebel. Sonnig wird es dann vor allen Dingen in den Bergen. Und dann gehen wir noch mal ein paar Tage weiter in die übernächste Woche. Da wiederholt sich die Wetterlage. Das ist die gemittelte Wetterlage, wieder mit der Süd- bis Südwestlage. Wieder mit milder Luft, wieder mit mehr Isobarendrängung im Nordwesten, weniger im Südosten. Da können wir also nur von diesen Karten hier gesehen schon mal festhalten, der Nordwesten hat viele Wolken, zwischendurch Regen und Wind, der Südosten immer wieder Nebel und Hochnebel, nur wenig Regen und in den Bergen mehr Sonnenschein. Es gibt allerdings das europäische EZMWF mit seinem Hauptlauf, das macht so ein bisschen Rumpelstilzchen und macht es ein bisschen spannender, lässt von diesem Tief ein Ablegertief durchziehen, da käme dann mal kältere Luft an, mit Schnee in den Bergen und danach käme auch hier wieder die Südwestlage. So sieht es aus am Sonntag. Da haben wir im Norden und Nordosten dichte Wolken, vorübergehend mit ein bisschen Regen. Später setzt sich von der Ostsee die Sonne durch. Im Süden haben wir Wolken, Nebel und Hochnebel, hauptsächlich Hochnebel und in den Alpen, da scheint die Sonne. In den dunstigen Niederungen sind es 6 Grad, sonst 7 bis 13, auf der Alpen-Südseite bis zu 15 Grad und besonders im Norden ist es windig. Am Montag, das wird nicht so warm werden, wie man irgendwo auch hört, von wegen, was weiß ich, sommerliche Temperaturen. Wir kriegen viele Wolken, viel Nebel und Hochnebel in den Niederungen und auch wenn der Nebel verschwindet, bleibt es leicht dunstig. Die Höchstwerte erreichen 6 bis 12 mit viel Sonne abseits des Dunstes bis zu 15 Grad und im Dauernebel nur um die 3 Grad und am wärmsten wird es in den Alpen. Hier ist es traumhaft schön mit einer gigantischen Sicht. Am Dienstag kommt eine Front herangezogen, die bringt im Nordwesten immer häufiger Regen und Wind. Im Südosten halten sich noch ein paar Hochnebelfelder. In den Alpen wird es föhnig. Mit Föhn sind 20, in Föhnstrichen bis zu 23 Grad drin. Gilt aber nicht fürs Flachland, wo wir die Wolken haben. Nichtsdestotrotz wird es milder werden. Nur im Dauerhochnebel bleibt es kühler. Und danach erwartet uns eine Hin- und Herwitterung. Erst haben wir diesen Tiefdurchzug mit Regen, da regnet es dann auch mal nach Südosten zu. Es wird insgesamt mild sein mit 11 bis 16 oder 10 bis 16 Grad. Vor der Front können mit Föhn nochmal über 20 Grad erreicht werden, dann wird es auch hier kühler. Und dann, ihr erinnert euch, wenn die Isobarendrängung wieder abnimmt und weit auseinander liegen, bildet sich in den Niederungen wieder viel Nebel und Hochnebel. Nach Nordwesten zu gibt es Regen, in den Alpen scheint die Sonne. Im Nebel sind es ein paar Grad plus, sonst 6 bis 11. In den Alpen mit Sonnenschein bis zu 18 Grad. Aber die fühlen sich wärmer an und sind dann richtig golden.